Leute, heute geht es um die teuersten Filme 2016. Oft geht es ja bei Rankings bei mir um die besten oder schlechtesten Filme oder um bestimmte Filmgenre, aber dieses Mal ums liebe Geld. Denn 2016 gab es auch sehr, sehr teure Streifen und einige davon haben auch sehr gut performt an den Kinokassen weltweit, andere eher weniger. Und deswegen jetzt hier dieses Ranking, um mal zu sehen, ob sich die Filme eigentlich auch gelohnt haben für die jeweiligen Studios. Und lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an. Und eins vorneweggestellt zu Rogue One A Star Wars Story. Weil der Film noch nicht gestartet ist, gibt es weder Einspielergebnisse, genauso wie es aber auch kein bisher ermittelbares Budget gibt, das einigermaßen verlässlich wäre, was die Quelle angeht. Deswegen fällt dieser Film hier raus. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alle großen Filme dabei. Auf Platz 19, Ben-Hur. Wie ist dein Name? Ben-Hur. Meine Familie wurde von meinem Bruder betrogen. Ich werde ihn nicht ungestraft davon kommen lassen. Das Remake von der 1950er-Jahren-Version, die 11 Oscars gewonnen hat, hat 100 Millionen US-Dollar gekostet, aber dabei nur 94 Millionen bis jetzt weltweit eingespielt, ist damit ein absoluter Flop. Und da könnte man denken, was, 94 Millionen eingespielt, 100 Millionen gekostet, sind doch nur 6 Millionen Verlust. Das geht ja noch einigermaßen. Man muss wissen, wenn ein Film produziert wird, und in diesem Fall kostet er meinetwegen 100 Millionen US-Dollar, dann ist es das, was es braucht, um den Film herzustellen. Da sind oft noch nicht die Marketing Kosten mit drin und manchmal gibt es noch unterschiedliche Lizenzverträge, die mit hineinlaufen und so ein Film sollte dann eher schon 200 oder 300 Millionen mindestens einspielen, damit der nicht als Flop gilt bzw. anfängt rentabel zu werden. Deswegen hier einer der größten Flops überhaupt im Jahr 2016 für Ben-Hur. Da auf Platz 18 dann The Revenant. Der hat nämlich 135 Millionen US-Dollar gekostet, aber es hat sich gelohnt, nicht nur für Leonardo DiCaprio, der hinten auf dem Bild wie immer hängt, der hat dafür nämlich einen Oscar bekommen, aber der Film war auch richtig gut und konnte weltweit, und das obwohl es ein spezieller Film ist, der nicht nur auf bestimmte, sag ich mal, Massenunterhaltung setzt, sondern schon tiefer geht, 532 Millionen US-Dollar einspielen. Das ist richtige Klasse für The Revenant, Platz 18 der teuersten Filme 2016, gefolgt auf Platz 17 von Gods of Egypt. Gott des Himmels, du musst die Sterblichen schützen. Ich weiß nicht, ob ich dazu stark genug bin. 140 Millionen für den Film, den ich persönlich richtig schlecht fand. Es geht um den Gott Horus und es geht um das Ägyptische Reich und die Unterjochung dessen und letztendlich einem Gott, der sich mit einem Menschen zusammenschließt, um das Volk zu retten. Bla bla bla. Ein Film, der voll in Gold getunkt war und ich fand den überhaupt nicht gut. 140 Millionen hat er gekostet, 150 Millionen eingespielt und damit auch ein Flop. Auf Platz 16, Zoomania. In Zoomania spielen Menschen keine Rolle. Und somit ist Zoomania eine moderne, zivilisierte Welt, nur mit Tieren. 150 Millionen hat man seitens Walt Disney reingesteckt in diesen Film. Er ist großartig geworden. Judy Hopps, die Häsin, als Animationsfilm für die ganze Familie, die Polizistin in Zootopolis sein will. Der Tiergroßstadt, aber Polizisten dort sind eigentlich eher große, kräftige Tiere wie Nashörner und Co. Aber sie bekommt einen Job, weil man sie auch als Aushängeschild braucht und muss sich aber mehr schlecht als recht mit ihrem natürlichen Feind, einem Fuchs und Dieb, zusammentun. Dabei entsteht ein toller Animationsfilm mit viel Witz und einer tiefer gehenden Message Richtung Rassismus und ähnlicher Thematiken. Ich fand den großartig. 150 Millionen hat man seitens Disney dafür hingeblättert und 1,23 Milliarden bisher weltweit eingenommen. Das hat sich verdammt gelohnt. Zoomania auf Platz 16 der teuersten Filme. Dann auf Platz 15, weil man nicht genau weiß, bei manchen Filmen gibt es immer nur eine Spanne, wie ungefähr das Budget war. Deepwater Horizon. Mit Mark Wahlberg unter anderem und die Geschichte der realen Katastrophe, die auf offener See passiert ist. Deepwater Horizon soll zwischen 110 und 156 Millionen US-Dollar kosten, weswegen ich ihn hier von dem Teuerheitsgrad über Zoomania gerankt habe. Was er letztendlich einspielen wird, bleibt noch zu erwarten. Bis jetzt konnte er 100 Millionen weltweit einnehmen, ist aber in vielen Ländern noch nicht gestartet. Deswegen gibt es da noch eine ganze Menge abzuwarten, aber viel teurer als ich gedacht hätte persönlich. Deepwater Horizon auf Platz 14, Warcraft. Dunkle Mächte brechen über uns herein. Unsere Welt steht am Rande eines Krieges. Das bedeutet den Tod für alles und jeden. Duncan Jones inszeniert also diesen Film rund um das Warcraft-Universum für 160 Millionen US-Dollar. In den USA ist der Film überhaupt nicht gut gelaufen. In China wiederum extrem und bombastisch gut. Teil 2 soll kommen. 433 Millionen konnte man weltweit mit Warcraft einspielen. Das ist allemal okay. Auf Platz 13, Doctor Strange. Doctor Strange. Sie glauben, Sie wüssten, wie die Welt funktioniert.
Was, wenn ich Ihnen sage, dass die Ihnen bekannte Realität nur eine von vielen ist? Hat 165 Millionen US-Dollar gekostet, bis jetzt 100 Millionen eingenommen. Wahrscheinlich jetzt zum Zeitpunkt, wo das Video online geht, weil ich das schon vor 2 Tagen aufgenommen habe, noch mehr, weil der Film gerade weltweit ja überall erst läuft und deswegen täglich viele, viele Millionen einnimmt. Da wird also die Zahl nicht mehr aktuell sein. Aber beim jetzigen Stand 100 Millionen eingenommen, 165 Millionen gekostet. Aber der wird auch wieder, wie jeder Film aus dem Marvel Cinematic Universe, ein lohnendes Geschäft für Walt Disney sein. Auf Platz 2. Independence Day 2. Ich kann nicht glauben, dass es 20 Jahre her ist. Gehst du mit deinem Vater zur Jubiläumsfeier? Ohne ihn wären wir heute nicht hier. Hat nämlich ebenfalls 165 Millionen US-Dollar gekostet. Ich mochte den zweiten Teil nicht so sehr. Der erste ist irgendwie Kult. 390 Millionen gab es dafür weltweit und damit konnte man nicht heranreichen an das Ergebnis des ersten Teils. Auf Platz 11 dann richtig krass, Alice hinter den Spiegeln. Du warst zu lange fort, Alice. One pill makes you larger. Der erste Teil von Tim Burton vor einigen Jahren weltweit über 1 Milliarde US-Dollar eingespielt hat. Deswegen dachte man sich, das lohnt sich bestimmt. Hat 170 Millionen investiert in die Fortsetzung, 300 Millionen nur in Anführungszeichen weltweit verdient. Und das ist dann schon eher ein relativ dürftiges Ergebnis, obwohl man, wobei man ja auch so einen richtig starken Cast dahinter hat. Und das, sei mal hier erwähnt, der 11. teuerste Film hat 2016. Das war vielleicht für Disney nicht ganz das große Ding. Auf Platz 10 dann Suicide Squad. Ich möchte ein Team von sehr gefährlichen Menschen zusammenstellen, von denen ich denke, sie können Gutes tun. Ihr Joker seid komplett durchgeknallt. Warner Brothers hat für diesen Film 165 Millionen bereitgestellt, was das Budget angeht. Und 745 Millionen konnte man weltweit verdienen. Superheldenfilme sind eben weltweit sehr funktionierend, auch wenn sie hierzulande gar nicht so die Publikumsmagneten sind. Suicide Squad auf jeden Fall eine Sache, die sich gelohnt hat. Genauso wie The Jungle Book. Ich halte dich fest. Eine tolle Realverfilmung von dem altbekannten Zeichentrickstoff, der übrigens bis heute der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, an der Anzahl der verkauften Kinotickets in Deutschland, weil die Zeichentrickversion von Das Dschungelbuch 28 Millionen Mal gesehen wurde in Deutschland in den Kinos aufgrund der vielen Reruns. Trotzdem krass, 175 Millionen hat man sich die Realverfilmung kosten lassen bei Disney und 967 Millionen weltweit eingenommen. Jon Favreau hat hier einen tollen Job gemacht als Regisseur, der kann das einfach. Auf Platz 8 X-Men Apocalypse. Der erste große Mutant tut sich mit anderen zusammen, er ist der stärkste und deswegen müssen alle gegen diese neue Front des Bösen kämpfen. In X-Men Apocalypse 178 Millionen US-Dollar hat man diesen Film kosten lassen. 543 hat er weltweit eingenommen, damit ist es auf jeden Fall okay, aber wahrscheinlich auch unter den Erwartungen von 20th Century Fox, die dahinter stehen als Studio. Auf Platz 7 Warner Bros. Als Studio hinter Legend of Tarzan. Du bist Tarzan. Ich mochte den Film gar nicht. 180 Millionen hat er gekostet und er hat ein paar tolle Momente und er hat ein paar sehr, sehr schwache Momente. Ich war wirklich enttäuscht von The Legend of Tarzan. 356 Millionen US-Dollar hat er nur weltweit eingenommen. Das ist dann auch eher ein dürftiges Ergebnis, genauso wie Star Trek Beyond. Was zur Hölle ist das? Wir werden geentert. Der hat eigentlich Spaß gemacht. Das war einfaches Popcorn-Kino und es war schon Ein ganz cooles Kinoerlebnis. 185 Millionen US-Dollar hat der gekostet, aber 342 nur eingenommen. Das ist fast schon ein wenig erschreckend, obwohl der Film eigentlich gut funktioniert hat, was letztendlich das Feeling angeht, sich das Ganze im Kino anzusehen. Muss ich sagen, hat mir eigentlich Freude gemacht, obwohl ich gar kein richtiger Trekkie bin. Vielleicht war das auch das Geheimnis, da zu versuchen, mehr die breite Masse anzugreifen. Auf Platz 5, Assassin's Creed. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen.
soll angeblich zwischen 150 und 200 Millionen US-Dollar kosten. Hier gibt es natürlich noch keine Einspielzahlen, weil der Film ja erst startet Ende des Jahres. Bis jetzt gibt es da also noch nichts. Auf Platz 4 findet Dori. Ich habe mich an was erinnert. An was Wichtiges. Was? Meine Mutter, mein Vater. Wir müssen los. Zwischen 100 und 75 und 200 Millionen US-Dollar kosten oder beziehungsweise gekostet haben. Und da zum jetzigen Zeitpunkt läuft ja noch in vielen Ländern auch ordentlich gut besucht. Die Kinos hat trotzdem bis jetzt 1 Milliarde und 21 Millionen US-Dollar verdient und ist damit auf Platz 4 der teuersten Filme, auf Platz 3 Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Sie wissen seit 24 Stunden, dass ein unregistrierter Zauberer magische Tierwesen in New York freigelassen hat? Ja. Wo ist dieser Mann? Soll angeblich 225 Millionen US-Dollar kosten mit Eddie Redmayne in der Hauptrolle als Newt Scamander. Ganze 5 Filme will man aus dem Harry Potter Spin-Off machen. Wahrscheinlich für Fans der Reihe definitiv eine tolle Sache. Mal gucken, wie der erste Film laufen wird. Startet er erst noch. Auch hier gibt es keine Einspielergebnisse, aber 225 Millionen US-Dollar sind schon eine Hausnummer. Auf Platz 2 dann Batman wie Superman Dawn of Justice. Die Welt war so begeistert von dem, was er tun konnte, dass niemand gefragt hat, was er tun sollte. 250 Millionen US-Dollar hat der Film allein in der Produktion verschlungen, 873 Millionen weltweit eingenommen. Ich wette, dass man seitens Warner, was das DC Universe angeht, sich mehr erhofft hat, die 1 Milliarde US-Dollar Grenze zu knacken. 873 Millionen sind definitiv ein gutes Ergebnis, was das Ergebnis an den Kinokassen angeht, aber wahrscheinlich trotzdem hinter den Erwartungen und auf Platz 1, beziehungsweise wird sich Platz 1 geteilt mit Batman wie Superman, Captain America, Civil War. Du bist zu defensiv? Naja, es war ein langer Tag. Akzeptieren wir keine Grenzen? Sind wir nicht besser als die Bösen? Da bin ich anderer Meinung. Hat angeblich ebenfalls 250 Millionen US-Dollar gekostet und konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt, bestimmt wird er noch in einigen Ländern laufen, 1 Milliarde und 153 Millionen US-Dollar einspielen. Und damit sind wir am Ende des Rankings der teuersten Filme 2016. Ich hoffe, ihr fandet es an dieser Stelle interessant und ich nehme immer wieder gerne Feedback und eure Vorschläge entgegen, was für Rankings ihr gerne sehen würdet, weil es ja auch immer wieder interessant ist, selber was dazu zu lernen bei so einem Ranking, weil ich jetzt auch weiß, oh, der Film war ganz schön teuer, wow, der hat nur so viel eingespielt oder doch so viel. Bei manchen Filmen hat man ja ein Gefühl, wie gut sie laufen. Bei anderen wird man dann eines Besseren belehrt. Wie gesagt, ich bin am Ende und danke fürs Reinschalten und hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.